Der Tapir. Es handelt sich um Tiere mit einem kräftigen Körperbau und einem charakteristischen kurzen Rüssel, die hauptsächlich in geschlossenen tropischen Wäldern leben und sich von zumeist weicher Pflanzenkost ernähren. Nase und Oberlippe sind zu einem kleinen Greifrüssel verwachsen, mit dem die Tiere ihre Blätternahrung aufspüren und nehmen. Tapire sind entfernt, schweinähnliche Tiere, ihre nächsten Verwandten sind allerdings Pferde und Nashörner. Die Tiere erreichen eine Kopfrumpflänge von über 100 bis 250 cm. Der Schwanz ist ein kurzer Stummel von 5 bis 13 cm Länge. Die Schulterhöhe beträgt 73 bis 120 cm. Ausgewachsene Tiere erreichen ein Gewicht von 110 bis 320 kg. Tapire lieben schwimmen und benutzen ihre flexiblen Nasen als Schnorchel im Wasser.